Fußballfreunde, heute geht es um 7 Fußballspieler, die sich gegenseitig hassen. Okay, let's go. Von Fußballern, die einst gute Freunde waren und nun Feinde auf dem Spielfeld sind, wildes über Bild. Affären mit vergebenen Spielerfrauen bis hin zu Verletzungen, die im Krankenhaus endeten. Hier sind 7 Fußballspieler, die sich gegenseitig hassen. Nummer 7. Aber da sind schon mal eindeutig einige sehr, sehr wilde Sachen drin. Erling Haaland ist gerade einmal 23 Jahre alt, der derzeit teuerste Spieler der Welt. Ja. Und nun ziert er auch noch das Cover vom neuen EA Sports FC 24. Und das alles nur, weil damals das Leben seines Vaters ruiniert wurde. Ja, du hast richtig gehört. Der Fußballstar musste miterleben, wie das Leben seines Vaters von einem anderen Fußballer zerstört wurde, den er deswegen bis heute aufs Tiefste verachtet. Aber und Haaland zerstört deswegen Fußball, weil ein anderer seinen Vater zerstört hat. Gute Logik, der Erling ist ein Macher. Kommen wir zur Geschichte. Sein Vater Alf Inge Haaland war ebenfalls Fußballprofi, spielte auch für Manchester City und war sein größtes Vorbild. Doch dann kam der schicksalhafte Tag, als Manchester City gegen Manchester United antrat. Roy Keane, ein Spieler von ManU, sorgte für einen Moment, der Erling Haalands Leben für immer verändern sollte. 21. April 2001, 85. Spielminute. Als Alf Inge Haaland nahe der Seitenlinie an den Ball kommt, streckt ihn Keane mit Anlauf gestreckten Bein nieder. In einem brutalen Foul verletzt Keane Alf Inge Haaland absichtlich schwerwiegend. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr brutales Foul. Guck mal, wie der schon guckt, so. Oh! Das sah gar nicht gut aus. Während der mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen bleibt, beugt sich Keane nach dem Foul über ihn und sagt: Das ist für dich, du Scheißkerl. Und Roy Keane, einer der härtesten Knochen im Fußball. Kommt dafür einen Platzverweis. Dieses Ereignis zwang Alf Inge Haaland dazu, seine Karriere zu beenden und sich einem normalen Job zuzuwenden. Und auch wenn ihm eine Verletzung am anderen Knie zu diesem Schritt zwang, auf die Frage, ob dieses Foul etwas mit seinem Karriereende zu tun habe, sagte er Folgendes: For 8 years I wasn't injured. Coincidence or not, that was my last 90 minutes in England. So, naja, beantwortet die Frage nicht hundertprozentig, aber ich glaube, man kann sich schon ein bisschen denken. Ja. Erling war außer sich vor Wut. Da sieht er echt aus wie ein Mädchen mit den langen Haaren. Aber schönes Mädchen, der Erling. Manchester United. Ich meine, der Typ verdeckt sogar das ManU-Logo, wenn er Fotos mit Fans macht, die ein Trikot anhaben. Doch statt in der Dunkelheit zu versinken. Macht er nicht. Ehre. Nutzte er diese Wut als Ansporn, selbst ein Fußballstar zu werden und sich an seinen Rivalen zu rächen. Erling Haaland trat schließlich dem alten Club seines Vaters Manchester City bei und jedes Spiel gegen ManU war dabei für ihn eine Chance zur Vergeltung. Which team are you most looking forward to playing against? I don't like to say the word, but Manchester United, yeah. Was Geil. Soll man sagen? Gleich beim ersten Spiel gegen ManU erzielte Haaland 3 Tore. Und dann geschah es. In einem der größten Turniere des Jahres besiegte er seine Rivalen von Manchester United erneut und präsentierte ihren Fans voller Stolz den gewonnenen Pokal. Man könnte also echt sagen, dass ihn der tragische Vorfall mit seinem Vater zu einer wahren Fußballlegende gemacht hat. Du hast Lust auf noch mehr Fußballvideos von mir? Dann lass jetzt ein Like da und abonniere meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Aber könnt ihr gerne auf diesem Kanal hier machen, Freunde. Es läuft. Lohnt sich. Wir gehen weiter. Jetzt geht's erstmal weiter mit der Nummer 6. Nummer 6. Die nächste Geschichte dreht sich um zwei der weltbesten Fußballer unserer Zeit. Neymar und Kylian Mbappé. Die einst Teamkollegen bei PSG waren. Anfangs. Wer ist denn PSG? Ich kenne nur PSG. PSG? Keine Ahnung, Digga. Schien auch noch alles harmonisch zu sein. Beide wurden als Traumduo gefeiert und waren sogar außerhalb des Platzes gute Freunde. Sie waren zusammen in Werbungen vertreten, unternahmen privat Dinge und feierten auch ihre Tore gemeinsam. Doch als Mbappé immer besser wurde und Neymar damit auch als Elfmeterschütze verdrängte, kippte die Stimmung allmählich. Neymar ist halt einfach ein Schauspieler. Der Bruder wollte weg von Barca, damit ihm Messi nicht die Show stiehlt. Dann war es Mbappé in Paris und jetzt kickt er halt in Saudi-Arabien. Denn er fühlte sich als der bessere Schütze. Und auch die Zahlen waren eindeutig. Von 89 geschossenen Elfmetern hatte er nur 15 verschossen, während Mbappé von 36 Elfmetern bereits 7 verfehlt hatte. Zu all dem verschoss Mbappé dann einen wichtigen Elfmeter und Neymar verlangte, dass Mbappé diese nicht mehr schießen dürfe. Oh. Den nächsten Elfmeter schoss wieder Neymar und versenkte die Kugel. Ja. Sein anschließender Torjubel mit dieser Mimik und Gestik machte die Sache allerdings nicht besser und war definitiv an seinen Kollegen Mbappé gerichtet. Das ist so. Naja, okay.
All das schaukelte sich immer weiter hoch, warum? Bis es fast zu einer körperlichen... Das hätte dieser gute Fußballer nicht nötig. Keiner von den beiden. Hier, Neymar guckt so, und Mbappé so, ja, komm, mach, was du willst, Bruder. Auseinandersetzung in der Umkleidekabine kam. Ja. Mbappé geht vor die Presse, spricht darüber, dass Neymar ihm nie den Ball zuspielt und er ihn aus dem Team haben will. Neymar reagiert prompt und erklärt PSG, dass er bereit sei, den Verein zu verlassen. Andere so Topclubs waren sofort interessiert. Doch dann kam Lionel Messi ins Spiel. Messi wurde ebenfalls Teil des Teams und brachte die Hierarchie damit nochmal völlig durcheinander. Weder Neymar noch Mbappé waren nun die unangefochtene Nummer 1, was für zusätzliche Spannung im Team sorgte. Wie wir alle wissen, entschied sich Neymar dann dafür, PSG zu verlassen, auch um weiteren Ärger zu vermeiden. Mbappé blieb zwar, aber seine Forderungen und das anhaltende Drama brachten das einst gefeierte Superteam schließlich auseinander. Ist wirklich wild, was da eigentlich... Jetzt in der Transferphase, Neymar verloren, Messi verloren, Mbappé wird auch irgendwann gehen und das ist... Es ist ein bisschen ein Scherbenhaufen, aber vielleicht tut PSG das auch mal gut. Traurig zu sehen, wie ein einfacher Streit zwischen solchen Ausnahmetalenten eine ganze Mannschaft spalten kann. Ja. Aber auch das war noch nicht zu dem, was uns jetzt erwartet. Nummer 5. Wir haben das gespannt Jahr 2015. Die französischen Fußballspieler Karim Benzema und Mathieu Valbuena treten jetzt wird's ganz, ganz knusprig. Gemeinsam für die französische Nationalmannschaft an. Doch dieses Mal ist etwas anders und soll den Fokus vom Fußball abwenden. Valbuena erhält zu dieser Zeit immer wieder bedrohliche Textnachrichten von Kriminellen, die damit drohen, ein pikantes Video von ihm zu veröffentlichen, wenn er nicht ein Lösegeld in Höhe von 150.000 Euro zahlt. Ja, einfach nice, einfach top, einfach... Oh, Natürlich will Valbuena nicht, dass dieses Video ans Tageslicht kommt. Völlig aufgebracht und hilflos wendet er sich an seine Teamkollegen und fragt diese um Hilfe. Und hier wird es ganz besonders komisch. Anstatt Valbuena zu unterstützen, ermutigt Benzema ihn jedoch, das Lösegeld zu bezahlen. Auf dieses merkwürdige Verhalten wird auch die Polizei im Laufe der Ermittlungen aufmerksam und beschließt... Ja, Benzema einfach mal kurz mit den Kriminellen abgehangen. Ganz, ganz pikant. ...ließ Benzemas Handy abzuhören. Dabei stoßen sie auf ein verstörendes Gespräch zwischen ihm und den anderen Erpressern. Benzema gestand seine Beteiligung an dem Erpressungsversuch. Vor Gericht wurde er schließlich wegen Beihilfe zur versuchten Erpressung verurteilt. Das ist nicht wirklich so ehrenhaft. Wir kennen die Umstände nicht, aber... Bewährungsstrafe und musste 75.000 Euro zahlen. Die restlichen Erpresser wurden ebenfalls gefasst und mussten eine Gefängnisstrafe absitzen. Oh. Dieser Vorfall erschütterte nicht nur das Vertrauen in Benzema, sondern auch das Verhältnis zu seinem Heimatland. Er wurde aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen, wo er nach über 5 Jahren seit 2021 nun aber auch wieder aktiv sein darf. Hat aber die WM verpasst und ist bisher immer noch nicht Weltmeister geworden. Tja, das... ist, ja, dafür hat er den Ball und Tor gewonnen, also keine Ahnung, was ihm wichtiger ist, aber Nummer 4. Bisschen Weiter Karma geht's hat er vielleicht mit einer passiert. Erst kürzlich geschehenen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fußballstars Leroy Sané und Sadio Mané. Das reimt sich ja sogar. Sané, Mané, Schlägerei, Bruder, jetzt bin ich gespannt. Harten 0:3 Niederlage beim Champions-League-Spiel von Bayern München gegen Manchester City. Auslöser des Streits war eine Szene in der 83. Minute, als sich Mané für einen Lauf in die Tiefe entschied. Bayern München. Sekunde, ist das jetzt einfach ein FIFA-Overlay gerade? Hier, Estadio Santiago Bernabéu. What the hell? Szene in der 83. Minute, okay. Als sich Mané für einen Lauf in die Tiefe entschied und deshalb nicht anspielbar für Sané gewesen war. Anschließend diskutierten die beiden Flügelspieler noch auf dem Platz. Nach dem Schlusspfiff kam es dann zur körperlichen Auseinandersetzung. In der Bayern-Kabine boxte Mané dem deutschen Nationalspieler ins Gesicht. Er war offenbar extrem aufgebracht darüber, wie Sané während des Spiels mit ihm gesprochen hatte und die Situation eskalierte so weit, dass sogar die anderen Teamkollegen dazwischen gehen mussten. Doch halt, es gibt eine unerwartete Wendung in dieser Geschichte. Oh nein, jetzt wird's spannend. Statt weiter in der Umkleidekabine zu streiten, haben Mané und Sané beschlossen, ihre Rivalität nun in einem großen Boxkampf zu klären. Aber lustig wäre es. Übrigens, das Mané gewesen, wechselt ja. nun zum saudischen Club Al-Nassr und spielt somit bald an der Seite von Cristiano Ronaldo, der wegen... Der ist sicher jetzt im nächsten ...eines Streits Punkt. Über 17 ja. Millionen Euro verlor. Nummer 3. Als der nämlich 2021 17 Millionen Euro verlieren, da wäre mein Gesicht auch ungefähr so. What the hell?
Jetzt zu Manchester United wechselte, begannen damit auch die Probleme. Die Mannschaft spielte nicht mehr gut und auch die Atmosphäre im Team war nicht die beste. Also entschied sich Manu, den ehemaligen Fußballspieler und legendären Trainer Erik Ten Hag einzustellen, in der Hoffnung, dass der neuen Wind in die Mannschaft bringen könnte. Doch Ronaldo fühlte sich schnell von Ten Hags strengen Regeln ins Visier genommen. Ten Hag kontrollierte sogar, was Ronaldo essen durfte und verbot allen Spielern, persönliche Köche zu haben. Kein persönlicher Chef für Cristiano, der so, hier oben hast du's, Digga. Hier oben hast du's. Ronaldo allerdings jahrelang gehabt hatte. Stattdessen musste er mit seinen Teamkollegen in der Mannschaftskantine essen. Aber das war erst der Anfang. Als Ronaldo in seinen luxuriösen Supersportwagen zum Trainingsgelände kam und Fans sowie Paparazzi ständig um das Training schwärmten, meinte Ten Hag, dass Ronaldo mehr daran interessiert war, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, als sich auf das Training zu konzentrieren. Deshalb verbot Schwierige er die Supersportwagen Aussage. Kurzerhand und zwang Ronaldo mit einem unscheinbaren Firmenwagen zu fahren, um weniger Aufmerksamkeit zu erregen. Ronaldo war bereits verärgert, doch als er dann auch noch während eines wichtigen Spiels auf der Bank sitzen musste, platzte ihm der Kragen. Ten Hag hatte ihn aus nicht bekannten Gründen nicht aufgestellt. Als er Ronaldo dann doch eine Chance gab und ihn einwechseln wollte, weigerte sich dieser und verließ wütend das Stadion. Das ist halt auch nicht, ich weiß, der Typ ist ehrgeizig, aber das ist halt auch nicht professionell. Man weiß es nie und, ja klar, Emotionen, aber come on, wenn ich der Trainer... Diese Auseinandersetzung ist auch eine Respektfrage. Einigten sich Ronaldo und Manu darauf, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden, was ihm über 17 Millionen Euro kostete. Bei seinem neuen Verein Al-Nassr verdient er ja jetzt sogar 200 Millionen Euro pro Saison. Also hat er eigentlich Profit gemacht. Gute Entscheidung. Millionen hat er also in ein paar Wochen da nach wieder drin. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr mit so viel Geld machen würdet. Ich bin gespannt. Ich würde mir wahrscheinlich eine ganze Palette vom Hypersmile, meinem ersten eigenen Torwarthandschuh kaufen. Schamlose Eigenwerbung. Hier mit dem Smiley drauf natürlich. Link ist in der Beschreibung, wenn ihr das auschecken wollt, Freunde. Alle Torhüter von euch. Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois waren einst enge Freunde und spielten zusammen für die belgische Nationalmannschaft. Doch dann nahm die Freundschaft eine unerwartete und erschütternde Wendung. Denn hinter den Kulissen baute sich eine enge Verbindung zwischen Courtois und Kevins Freundin auf. Was als vermeintliche Freundschaft begann, entwickelte sich schnell zu einer Affäre zwischen den beiden. Das ist jetzt nicht so schön dann, ne? Die eines Tages in den Urlaub flog und dabei ganz zufällig in die gleiche Stadt wie Thibaut reiste, flog diese Affäre auf. Als die Nachrichten öffentlich wurden und die Medien anfingen darüber zu berichten, war Kevin schockiert und logischerweise tief verletzt. Seine Freundin wies jegliche Schuld von sich und sagte, dass Thibaut ihr etwas gegeben hat, was Kevin in der 3 Jahre lang What the hell? Oh Gott, okay. Nicht geschafft hat. Außerdem beschuldigte sie ihn, sie mit ihrer besten Freundin betrogen zu haben. Die Beziehung war hinüber, Kevin am Boden zerstört und die einstige Freundschaft zwischen Kevin und Thibaut war kaputt. Kevins Wut gegen Thibaut ließ er dann bei Spielen gegen ihn raus, indem er spektakuläre Tore erzielte. Aber das Ding ist halt, beiden müssen in der Nationalmannschaft halt immer noch gemeinsam spielen. Schaut euch mal seinen Gesichtsausdruck an, als er beim PAX-Ziehen in FIFA Ultimate Courtois zieht. Team of the Season und er so. Straight discarded. Wird Kevin daran erinnert. Inzwischen ist sein Verhältnis zu Thibaut Courtois wohl wieder ganz gut, was auch daran liegen dürfte, dass beide Spieler neu vergeben sind und die Geschichte mittlerweile auch schon über 10 Jahre zurückliegt. Ja. Aber irgendwie kann Thibaut Courtois auch glücklich sein, dass Kevin nicht so wie sein Kollege Zlatan Ibrahimovic reagiert hat. Nummer 1. Was hat er gemacht? Es ist eigentlich kaum vorstellbar. Es ist ja klar, dass Zlatan auf der 1 ist, oder? Es ist ja klar, aber man kann ihn eigentlich nicht hassen. Dass sich Zlatan Ibrahimovic 3 Jahre lang zurückhalten konnte. Von 2006 bis 2009 trainierte der Stürmer bei Inter Mailand Tag für Tag an der Seite von Teamkollegen Marco Materazzi. Die Rachegelüste unterdrückte er wohl. Schließlich wollte er ja keinen Ärger innerhalb des Teams. Aber was war überhaupt passiert? Die Story beginnt am 2. Oktober 2005. Ibrahimovic spielt damals für Juventus Turin und Materazzi für Inter Mailand. Materazzi geht von Anfang an hart gegen Zlatan vor und versucht dabei sogar, ihn aus dem Spiel zu grätschen. Seine harte Attacke gegen Zlatan hätte ihn fast schwer verletzt, doch der schwedische Stürmer wollte Rache nehmen und im Spiel bleiben. Aber sein Trainer wechselt ihn aus, um weitere Verletzungen zu verhindern. Diese Geschichte konnte Zlatan nicht auf sich sitzen lassen und wollte sich an Marco rächen. 5 Jahre später ergibt sich die Gelegenheit, als Zlatan zu einem neuen Team wechselt. Bei einem Comeback für AC Mailand im Jahr 2010 stehen sich die beiden nach 5 Jahren also nun das erste Mal wieder als Gegner auf dem Fußballfeld gegenüber. Und was soll man sagen? Materazzi
tut es erneut und fault Ibrahimovic. Elf Meter. Das willst du nicht. Das willst du nicht machen mit Ibra. Guckt euch einfach nur mal Zlatans Gesicht an. Der Typ kann nicht fassen, dass er schon wieder von Materazzi gefault wurde. Zlatan erzielt dadurch zwar easy ein Tor, doch er will mehr. Er will Marco Materazzi ins Krankenhaus schicken. Ja, will ihn umgrätschen. Das tut er auch. Ist ein Zlatan. Also echt jetzt, ohne Spaß. Mit einem Taekwondo-Move gegen die Brust und einem Ellbogenschlag gegen den Kopf brachte er Marco zu Boden und dieser wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Oh, das ist wirklich brutal. Als Zlatan nach der Aktion gefragt wurde, warum er das gemacht hat, erklärte er einfach, dass er 4 Jahre auf diesen Moment gewartet hatte. Na klar, so macht man das halt. Dann das ist ein so verrückter Kerl. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir sicher auch dieses Video gefallen, also hier klicken. Und jetzt direkt weitergucken.